Dementsprechend viel Spaß mit Anaxes gegen Navi auf das 2 der ersten Map in diesem Best of 3. Anaxes wird hier als CT starten. Und natürlich gibt es auch noch Ingame Sound. Und Anaxes mit dem Kurzwust. Und Navi sehr aufgesplittet. So, da gab es ein kleines Kämpfchen da an kurz. Aber viel Schaden wurde da nicht verteilt. 3 AP bei Makelov abgezogen. So, Starix hatte, glaube ich, lange schon gespottet, konnte da ansagen, dass da nichts ist. Navi weiß natürlich auch schon, dass kurz offensiv sind, dass Anex offensiv ist. Hatten ja auch eben gerade den Contact. So, Lomme und Barry. Boah, schön. Lomme gibt Headshot an Zeus. An Zeus. Mal schauen, ob Navi sich nochmal umentscheidet. Bisher sieht es so aus, als ob sie wirklich kurz durchgehen wollen. Oh, Lomme macht noch ein bisschen Schaden. Nogi mit der E, sehr schön. Und Barry noch im Eck. Schönes Teamplay da von Anaxes. Schöne Flash. Und alle drei Navi-Spieler richtig low. Starix ist der Einzige, der einen weißen HP hat. Schön, Barry nimmt noch einen mit. Musste eben aber auch einen Hit geben. Jetzt rafft doch Navi, dass da super viele CTs sind. Rals aber schon sehr schön am B drauf. Sucht sich eine gute Posi, hat nach Backkante am Spot. Sehr schöne, krasse Pistole für die von den Dänen. 1:0 somit und bin natürlich dann der Fanboy von der Nexus, aber ich hoffe mal, das wird hier ein geiles Spiel und wir sind hier 3 Maps. Wobei es natürlich in dem Spiel nicht mehr um so viel geht. Gut, es geht natürlich um den Gruppenersten. Der Gruppenerste geht somit Fnatic natürlich dann aus dem Weg und trifft auf Place to Play. Allerdings ist es natürlich auch ein harter Brocken mit Neo. Und den gilt es natürlich auch erstmal zu knacken. Und viele sind denke ich mal sehr gespannt, wie Navi sich hier präsentiert auf diesem Turnier. Also gegen gute Gegner, gegen die schwachen, sind sie natürlich locker noch drüber gefahren. Aber nach dem nach der Niederlage im Tech Labs Cup vor 2-3 Wochen, da weiß nicht, also sind sie für mich gar nicht mehr so der Favorit. Ich sehe auf jeden Fall Fnatic als Favoriten, weil sie für mich vorher natürlich auch nicht gut überzeugt haben. Mal schauen, was Anaxes hier macht und vielleicht spielt sich Place to Player sogar in den Rausch und schafft sie überraschenderweise ins Finale. Mal gucken, das wird spannend zu sehen sein. Eco ist sehr gut abgewehrt, nur Barry gefallen, der heute mit seinem Nachnamen unterwegs ist, mit Krüger heißt ja eigentlich. Der Lomme spielt hier wieder für die Last Kings. Und Rals auch. Ja, das nächste Lineup auch recht neu. Haben da lange irgendwie mit Stand-Ins, glaube ich, gespielt und so. Und ist, glaube ich, das erste Offline-Event in der Konstellation. Und Waffen bei Navi. Haben da sehr gut den Steg jetzt eingenommen. Zeus zwar eine AE oder sowas abbekommen, aber Treppen jetzt vorne und es gibt einen ganz normalen A-Split. Schauen, wie Barry das handelt. Okay, ist dann nur am Spotten. Nugi da am, der Markelov-Posi. Und nimmt den ersten. Sehr schön. Jetzt gegen Flash. Schön, von Barry kommt eine. Von Nugi auch noch zwei. Und Lomme mit wichtigen Duell lang. Nimmt einen mit. Sehr schön. Boah. Krasse Deckung hier für Anaxes. Navi ohne Chancen. Und das könnte sogar eine 5-Runde werden. Sehr schönes Movement da von Barry. War es, glaube ich. Da an der Schräge mit dem sehr geilen Movement. Sehr schöne Mini-Steps immer. 13-0. Extrem geil abgewehrt. Diesen Go. Super die Grube gehalten. Lomme einfach auch eine sehr entscheidende Pose gehabt. Jo, CR schreibt GoGo Anaxes for my Dream Team. Ich hab's nämlich auch im Dream Team. Ich schlupp 3 Stück. Also ich cheere auch ein bisschen deswegen für die. Ich glaube, mein Dream Team ist diesmal jetzt relativ gut. Also je nach. Also wenn Anaxes krass ist, dann gewinne ich bestimmt. Naja, keine Ahnung. So, noch eine Eco, die darf sich Zahnöhe holen. Ah. Oder auch nicht. Bisschen
am Pratzen da. Also braucht man noch ein bisschen, bis er hier im Spiel ankommt. So, 4 zu 0. Sehr schön. Oh, bis jetzt wenige gestorben. Schaut euch mal die Stats bei Navi an. Nur Edward mit 4 Kills aus 4 Runden. Da ist noch keinen Frag setzen können. Aber wenn wir uns an Tech Labs Cup erinnern, da hat Navi auch dicke Probleme als T gehabt und konnten dann als CT noch einen Draw rausholen. Ich bin gerade nicht mehr sicher gegen wen, ich glaube ESC war es. Oh, da wischen sie sich auf den falschen Fuß. Edward mit seinen nächsten 2 Kills, er macht quasi das Spiel gerade allein noch. Für Navi und jetzt legt der LTV wieder. Ich fasse es nicht, die ganze Zeit läuft er ohne Probleme und jetzt, wo es losgegangen ist. So, Starix ist auch mit am helfen, Makelov auch. Das ist ekelhaft. Jo, hier, oh, wie viel stehen sie? Oh, die Runde ist sogar schon vorbei. Alter. Geht's noch? Guck dich mal das Gelegge an. Dadurch natürlich jetzt das Overlay auch nicht aktualisiert. Boah, hoffentlich war das eine einmalige Sache hier. So, Overlay ein bisschen buggy auch. Wo ist denn der letzte Spieler? Seltsam. Da muss der irgendwo noch mal kurz sein. Also sie ziehen wieder diesen Split auf. Barry aber diesmal direkt mit lang. Nicht da am Element. Und diesmal macht Sami anders, gehen zuerst lang raus, holen sie Fokus, Lomme kriegt diesmal Headshot. Sehr schön drauf eingestellt schon von Navi. Flash für Nugi, für Barry von Nugi. Nugi stirbt, kriegt den Head, also sehr krass jetzt von Navi, den A-Split nochmal gemacht. Perfekt adaptiert, sich auf die Aufstellung eingestellt. Also wirklich Weltklasse. Wir wussten anscheinend genau, was da lang vorhin schief gelaufen ist. Haben sie jetzt, glaube ich, auch anders gemacht. Vorhin war kurz erst der Contact. Dann sind sie lang raus. Das haben sie jetzt anders gemacht. Und wird direkt mit der Runde belohnt. 4 zu 2. Und die Lecks sind auch vorbei. Das heißt, gleich das Overlay wieder mit den richtigen Anzeigen. Wobei es jetzt, glaube ich, schon passt. Also Overdrive Dream Team ist natürlich nicht klug. So, nächstes Board bisschen um, blocken kurz. Lange aber auch von Nugi gedeckt. Mit AWP. Oh, wird gut weggeflasht, kommt aber locker weg. Da kriegt er Unterstützung. Schade, dass jetzt der Goat nicht kommt. Das sieht sogar nach einem B-Split aus. Der würde super aufgehen. Sag mal, irgendwie fehlt da immer ein Spiel auf der Overview. So, bitte sind sie raus, Zahner stirbt. So, was kann Ralze jetzt noch machen? Hat eine sehr schlechte Posi, aber Nugi zur Stelle. Ralze hört die Steps. Boah, schönes Aiming, den zweiten. Schön geschossen, schön nochmal abgesetzt. Krasse Runde von Ralze bisher. Und hier fehlt echt einer auf dem Overlay, auf der Overview. Das gehört gar nicht. So, in der Unterzahl. Edward mit 19 AP. Kommt ins Snowback rein. Gute Pose jetzt. Oh, aber nur gestört. Und kann Edwards hier nochmal Edwards S noch machen mit 19 AP. Geht direkt mit Spray rum. Aber bringt nichts. Einfach zu wenig AP. Und gut gemoved von den beiden nächsten Spielern. Fünfte Runde schon. Krass. Schöne Führung jetzt. Aber Bombe gelegt. Somit Geld vielleicht noch vorhanden bei Navi. Frage ist, was man jetzt spielt. Also den B-Split habe ich eigentlich fast schon verloren gesehen. Ich glaube, den werden wir nochmal sehen von Navi.
So, nächstes nochmal am Umbauen. Also gefällt mir, wie sie variieren. Stellen sich direkt noch auf den B-Split nochmal ein. Also sehr B-lastige Aufstellung von Navi. Von der Nexus meine ich. Rechnen wohl nochmal mit so einem Split. Aber Navi wieder Richtung kurz unterwegs, Richtung A-Split. Ziehen das da auf. Der Nexus hat es auch abgebrochen. Spielen da wieder ihre erste Equipped Round. Oh, ein Barry Super Dev. Genau. Also, Nui lenkt da ab. Am Markloff. Lommel spottet immer wieder am Element. So, die Frage ist, ob Barry da vielleicht Pre-Fire reinkriegt oder so. So, sehr schön. Jetzt kommt es bereits. Boah, sehr schöne Frags von Nugi. So, Barry stirbt. Oh, Nugi, das könnte jetzt eine Runde werden. Er ist leider blind. Oh, krass. Wie gut sie da den Spot noch eingenommen haben. Ich frage mich gerade, warum Barry da lang gestorben ist. Da wurde anscheinend noch aufgepasst. Also perfekt gemacht von den langen Spielern. Super intelligent. Markloff war es wahrscheinlich. Ich guck gleich nochmal nach. Ja, Markloff killt ein nächstes Barry. Schade, das hätte ich gern gesehen. Ich flieg gleich mal. So, dann macht er einen Frag. Ah, hier oben. Schade, er ist, glaube ich, zu früh raus. Hat wahrscheinlich auch nach den zwei Kills nicht mehr mit einem dritten gerechnet. Muss man natürlich auch sagen. Also Rals Aiming überzeugt auf jeden Fall schon mal. Auch wichtig hier noch zwei Exit Frags mitzunehmen. Und Navi bleibt dran. Passiert nichts. Nexus. Boah, Lomme nur mit Use. Der Rest hat gekauft. Sehr eigenartig. So, Edward an seiner Lieblingspose. Oder er deckt halt oft lang. Und Nugi geht halt auf. Ja. Ach, schade, leider kein Refrag. Zahnar kann das ansagen, dass sie Richtung Steg unterwegs sind. Boah, da muss er weg. Sehr gut, kommt noch aufs Spot. So, Barry kriegt die Flash. Oh, schade. Nugi. Ein. Er hat noch 10 HP, wenn er noch Support kriegt. Oh, schade. Ah, das klappt nicht. Ich verstehe den Kauf gerade nicht. Was der Nexus da gemacht hat. Und das ist die Anschlussrunde. Der Nexus ist jetzt wahrscheinlich sogar in der Eco. Und somit hat sich Navi schon mal gut wieder zurückgekämpft. Nach der anfänglichen Rücklage. Hä, der hält voll, ist doch gar nicht mehr laggy. Was, ich merke nix. Verstehe ich nicht deinen Comment, Frank Buschmann. Also hier leckt gar nichts mehr nach dem Mega-Leck von vorhin. Alles super wieder. Krass. Oh, schöner Spray von Edward. Ah, so eine souveräne Eco, zwei Waffen. Nur mit USPs. Not bad. Und jetzt der Ausgleich. Nächste Equipped Round. Wieder mit Aave. Zieht wieder direkt
entlang. So, da deckt mal angelaufen. Da habe ich schnell über Katas. Da gibt es wieder den Boost, glaube ich. Oh. Ja, schönes Movement. Schön einstudiert. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. So, können jetzt kurz relativ gut ausschließen. Zeus wird das vorgeschickt. Kriegt jetzt, glaube ich, den Silent noch. So, ist er selbst ein bisschen blind. Aber Navi weiß jetzt, der wird außerhalb gedeckt. Und diesmal ist Fake angesagt. Sehr schön. Variieren da also auch. Ich spiele da nicht stumpf das Gleiche. Es kommt gleich auf Zahnöy und Rals an. Aber zuvor muss er natürlich Zeus was machen. Ne, Zeus wird natürlich nur die Schiebe holen, natürlich. So, Rals auf Spot. Zahnöy ist ganz weit weg. Also Rals muss jetzt 2-3 machen. So, Posi wird immer wahrscheinlicher, wo er ist. Boah, einen nimmt er noch mit. So, Zeus zieht rum. Zeus nimmt einen. Ich kann leider nicht auf ihn switchen. Zahnöy zu wichtig gerade. Boah, und Zeus überlebt auch und fuckt die CTs jetzt ab. Boah, da wird vom Loch gezielt. Boah. Immerhin noch. Boah. Schöne Shots von Edward. Der macht hier wirklich ein hervorragendes Spiel auf das 2. 6-5. Sehr, sehr gut ausgeführt von der Nexus dieser Go. Aber, von Navi. Aber Nexus stand doch wirklich nicht gut dagegen. Ralz stand nicht gut. Keine guten Gegenflächen geworfen. Nix. Ja, und Zeus einfach mit perfektem Timing rum. Hat auch einen Frag gemacht und damit quasi die Runde unmöglich gemacht für Anexis. Die jetzt nochmal eine Eco einlegen müssen. Also super Eco, jetzt 3 Waffen sogar. Also bisher doch ein sehr, sehr knappes Spiel, muss man sagen. Navi recht oft gestorben von den 12 Runden jetzt. Also Nexus hat die Chance, Navi vielleicht sogar nochmal eine Eco zu zwingen, aber mal gucken. Dazu müssen wir jetzt langsam mal Runden holen. So, wird wieder ein bisschen umgestellt. Kurz wird geblockt, Zahnöy ist Mitte drin. Nugi übernimmt jetzt einen B-Spot. Also dort mehr jetzt Kontrolle. Zahnöy geht dem Risiko jetzt aus dem Weg. Hat er zu viel Angst, weggesprengt zu werden. Und jetzt gleich Lomme mit dem Duell dann kurz. Sehr schöne AE. Boah, da wird er weggesprengt. Boah, er kriegt hier jetzt 7 HP noch. Boah, sehr schön gespielt von Zeus. Jetzt A-Spot, sehr gefährlich. Und sie gehen mit raus. Schön gewechselt von Navi, aber das könnte zum Verhängnis werden, denn zwei Spieler sind noch B. Ralz! Oh, mit einem. Und wer ist noch B? Nugi. Nugi, wo ist Nugi? Nugi ist gestorben, Krüger stirbt. Oh Mann. 8-5. Ach, fuck, jetzt ist die Leiche weg. Oh, ich hätte gern gesehen, was Nugi danach gemacht hat. Ah, Makelov. Hat wahrscheinlich Plateau gezielt, Nugi hat sich gezeigt und das Duell verloren. Irgendwie sowas. So, nächstes mit Deagles. Eco für die letzte Runde. Schöne Shots hier, auch eine Eco von Starix und Edward. Cool. 9-5, letzte Runde steht an. Und ich hoffe, die geht noch an der Nexus. Weil die AWP... Oh, Allzeit jetzt habe. Also will da wahrscheinlich den B-Spot... mit AWP decken und Doppel-AWP. Schau mal
an. Nugi Richtung B unterwegs. Oh, verschießt die. Wirft leider die Smoke. Boah, krass, der kriegt Hit dadurch. Schön geschossen von von Maklov. Ralz auch. Also, was ein krasses Opening. Und Senja contactet sich raus. Geht aber kein weiteres Risiko ein. So, wieder die Aufstellung, die wir vorhin schon gesehen haben. Lomme kurz auf Barry da. Ah, diesmal war es nicht Barry, war Nugi. Aber Navi steht eigentlich ganz gut. Oh Mann, also Navi weiß, dass kurz jetzt offensiv sind. Entscheiden sich trotzdem B zu gehen. Ob das die richtige Entscheidung ist? Mal gucken. Oh, ich glaube, Zeus hat sich ja wieder hinter die Kiste versteckt. Nur Zahne mit einem. Oh, und Ralz stirbt. Kann Zahne noch einen holen? Ja. So, Lomme auch nochmal erfolgreich. Mitte unten Zeus geholt. Auf geht's, Anexis. Sehr gut aufgepasst von Lomme, von Nugi. Und jetzt nur noch Maklov in Nubeck. Kriegt die Flash ab. Schönes Prefire von Barry. Aber wo sind seine Mates? Er ist ja extra reingesprungen, damit seine Mates rumziehen können. Aber immerhin ist Nugi zur Stelle GH und verdient die 6 Runden. Aber schönes Comeback von Navi. Hätte ich nicht gedacht nach der guten Führung von Anexis. 5-0 stand es, glaube ich. Und haben die erste Crypto-Round noch sehr, sehr, sehr deutlich gewonnen. Das ließ Hoffnung auf eine sehr eindeutige Halbzeit, aber Navi ließ sich nicht unterkriegen. So, wir sind eigentlich zwei kurz aufs Klo oder sonst was. Demzufolge kurzes Werbepäuschen. Und ein kurzer Blick in die Comments. Ich kann mal kurz hier umschalten oder so. So, immer noch 2 tot. So, mal schauen, ob die zweite Map schon feststeht. Ne. Aufhalt vor ist noch nichts eingetragen. Mal gespannt, was wir da sehen. Denk mal. Ich weiß nicht, Train glaube ich ehrlich gesagt nicht. Schade, dass Mirage und Fortune nicht im Pool sind, sonst hätten wir wahrscheinlich für Mirage gesehen für Nexus. Aber viel bleibt ja da nicht mehr übrig. Denk mal, Tuscan ist noch drin. Inferno könnte vielleicht. Ich glaube, Nuke ist wahrscheinlich noch rausgeflogen und Train. Somit die nächsten Maps Inf oder Tuscan. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. So, Pistol Life. Spieler anscheinend wieder von Toilette wiedergekommen. Anexis steht gut zu B. Werden es allerdings nicht ausnutzen. Ralz mit der USP zielt Mitte. Oder auch nicht. Wird lang wohl geschickt. Zieht nach einem schnellen Go aus. Boah, da wie richtig aggro Mitte. Er hat wohl das gefährlich in der Posi. So lang gibt's das Duell. Aber Navi steht souverän. Jetzt fällt das einer. Und wieder ein komischer Lag. Navi auch mit Kontrolle. Schon vor B. Beide CTs am Steg. Wobei das noch gefährlich werden kann. Zanoi. Mach ihn doch. Ach, Zeus steht.
Oh Mann, 10 zu 6. Schade, Mann. Mit der Pistole wäre echt noch alles drin gewesen für Anexis. Ja, was mache ich denn eigentlich? So rum. Wobei natürlich immer noch alles drin ist. Ich meine, die sind T. Bombe auch nicht gelegt, somit keine Möglichkeit zum Legen. Zum Waffenlegen. Da wurde lang irgendwie nicht gut rumgegangen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Nächstes spielt die Glock-Eco selbst hier extrem langsam. Nutzen hier wirklich scheinbar die komplette Rundenzeit. Wollen Navi ein bisschen ungeduldig machen. Sehr schön, wie die Leiche da weggeflogen ist. So, und als nächstes trauen sie sich. Hier wohnen sie. Also sehr, sehr wichtige Runde jetzt. Wenn sie die verlieren, können sie sich maximal Waffen legen. Also Bomb plant jetzt das allerminimalste Ziel. Boah, schöner Hai. An, wo Edward schon ist. Ich glaube, das ist ungesehen, aber unbekannt. Gut auch abgelenkt unten vom Tor. Alter, ich wusste es doch. Sie haben es einfach nicht gewusst. Sehr gut abgelenkt von Navi auch. Also perfektes Teamplay einfach. Jetzt gibt es die Gegenfläche. Anexis will da durch. Und sie kommen noch durch, aber auf Spot schon einer zur Stelle. Senja, aber nur mit einem. Oh, jetzt Navi vielleicht ein bisschen fahrlässig. Bisschen zu gierig. Das können sie noch machen. Boah, aber Edward, perfekt. Edward, zwei. Edward, schade, den vierten hätte er sich eigentlich noch verdient gehabt, aber Starix nimmt ihn mit. 12 zu 6 mittlerweile schon. Oh Mann, das sieht nicht gut aus für die Dänen. Wie gesagt, kaufen können sie jetzt nicht. Maximal legen. Aber die vorhergehende Runde war schon. Ja, sie hatten halt nicht viel Equip. Hatten ein paar Smogs, also sie wussten dann schon, wo sie hingehen. War wohl schon klar, dass es lang geht. Schöner Support für seinen Mates bei Senja. Und jetzt hoffentlich Full Equip bei Anexis. Haben wieder einen guten Base-Spawn. Mal schauen, ob sie was draus machen. Aber ich glaube, Zeus auf das seiner Seite auch einen. So, und wieder sprengen. Starix nichts. War natürlich riskant, so lange da zu stehen, allerdings. Schade. Boah, krass, da hat man es wunderbar gesehen unten an den HP-Balken. Viel Schaden sie bekommen haben. Wobei ich glaube auch lang was war. Schön von Nugi. Wir wissen, dass Grube noch was ist. Grube-Spieler kriegt auch Support von seinem Mate. Barry vielleicht mit der Chance, den Verschieber zu töten. Sehr gut. Überzahl für Anexis, aber lang immer noch Probleme bei den beiden. Och nein, die Bombe ist down. Oh Mann, das hätte nicht sein dürfen. Wie spielen sie das runter? Zeus gegen Barry, die beiden
Ansager oder Zeus Ex-Ansager. So, kommt er weg, holt Senya zur Stelle. Oh, sehr schön für Barry. Und er hat das 1 gegen 1 gegen Senya. Hat nur noch 25 Sekunden, er muss A gehen. Oh, schön, Barry. Rettet da sein Team. Holt die erste Runde für Anexis. Die siebte insgesamt. Und das kann wirklich, wirklich wichtig werden am Ende. Und Navi hat auch recht lange überlegt, ob sie kaufen. So viel Geld ist da auch nicht da. Man sieht, Senya dreimal gestorben, Zeus dreimal gestorben, der Rest zweimal. Aber wieder instant aggro. Zu viert sogar. Zwei Mitte gegen Barry und Edward das Duell unten Katas gegen Lomme. Sehr schön von Starix rumgezogen. Boah, jetzt vielleicht unten. Boah, sehr gut. Krass. Also räumen sie auf mit Navi. Bestrafen direkt den Push. Starix. Oh, Edward mit der Habe. Nächstes macht es jetzt gut. Nehmen der Tempo raus. Bringen da wieder zu, sich aufzusplitten. Jeweils an einem Spot. Jetzt ist eigentlich fast egal, wo man hingeht. Ja, Edward ist jetzt eigentlich auch keine Gefahr mehr. Spätestens jetzt. Wenn er einen Schuss abgibt, werden sie einfach safe zu kurz legen. So, Navi. Starix nimmt sich einen mit. Oh. Ja, da hat man es gesehen, dass er kein wirklicher AWP-Spieler ist. Da hat er sehr lange gebraucht, um da abzudrücken irgendwie. Sah komisch aus. Aber freut mich für Anexis, dass sie jetzt zwei Runden in Folge gewinnen können. Und hier im Spiel bleiben. Das ist doch kein Echo. Ah, da sieht man, das viel Geld ist nicht da. Makelov wird da wahrscheinlich auch keine Weste haben. Ja. Kann gut sein. Ich glaube, die Aede nicht mehr so viel Damage gemacht, wenn er Weste hatte. Er gehabt hätte. Ah, das ist so eine wie mit Fox-Aufstellung. Boah, und die kann jetzt aufgehen, je nachdem. Wann Zeus sich die Fläche anfordert. Und er hat nur eine Deagle. Oh, das Timing. Das Timing. Stimmt jetzt nicht mehr. Da fehlt die Fläche. Jetzt kommt sie. Zeus mit 1. Aber er hat nicht hinter sich geguckt. Oh, Zanya hat rechtzeitig wieder was gesehen. Makelov mit HE. Barry vielleicht wieder am Duell gewinnen. Nein. Schön HE. 2 gegen 2, was eine krasse Runde bisher. Beide am Cat. Gegen Edward. Und Starix kommt schon von hinten. Boah, krasses Time von Starix. Macht beide. 14 zu 8. Krass, also Navi war da wirklich, wirklich nicht gut equipped. Und holt trotzdem die Runde. Super Aufstellung, hat perfekt geklappt. Aber Anexis hat noch Geld. Ah, so viel ist es dann doch nicht. Dann rufen sie sich beide aus. Oh Mann, und Makelov mit First Strike. Oh, da ist die Waffe! Sehr schön, da hat, wurde ja, glaube ich, nicht gut gedeckt von Makelov. Schönes Prefire. Ah, guck.
praktisch HP an. Dann Nuki schon wieder super viel Damage gefangen. Also der HP-Vorteil ist auf jeden Fall noch auf Navis Seite. Boah, Doppel-AWP sogar. Also Navi super aggro mit in der Mitte mit Awe. Dennoch, Runde auf jeden Fall noch drin. Aber Starwix gute Kontrolle am B. Ist dann ja auch CDB ist relativ safe. Makloff. Also sie stehen gerade relativ gut. Wenn Makloff guten Support von Zeus kriegt. So, die Flash. Wo kommt die Flash? Da kommt eine von CD Base. Oh, sehr schön. Sauber. Sehr schöne Entscheidung, da runter zu springen. Boah. Krass. Wie konnten sie die Runde noch abgeben? Senja ist da irgendwie wie ein Bekloppter da hochgefahren. Wusste da. Also. Keine Ahnung. Da. Auch gute Entscheidung von dem T dort auf den Steg zu springen und Senja zu töten. Das hat gerade alles entschieden irgendwie. Eigentlich standen sie relativ gut. Wobei Zeus wohl keine Flash mehr hatte. Also, Magnus brauchte die Flash von der Base. Und die konnte nur Senja geben. Sehr schön. Und Navi müsste Eco haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, es bleibt doch weiterhin spannend. Jetzt lang raus. Vielleicht mit der oben, dann ziehen sie rum. Wo Barry hört die Steps. Boah, stirbt. Aber seine Mates richtigerweise schon B raus. War sowieso die Ansage B Contact. Also Barry wusste auch ganz genau, dass sie das Navi Eco hat. Und B Contact in der Eco sehr beliebt. Sehr effektiv auch. Navi geiert hier nur auf Frags. Sie wollen dann noch ein bisschen Waffen ziehen. Und Edward hat auch eine bekommen. Die von Barry natürlich. So, damit die Dänen jetzt auch zweistellig. 14 zu 10. Aber Navi scheint komplett. Ne. Haben wir wieder lange überlegt. Mein Edward konnte jetzt eben wahrscheinlich eine Waffe legen. Oder brauchte sie halt selbst. Sie halten an ihrem offensiven Spielstil bei. Also sie sind wirklich aktiv nur in der Mitte gewesen bisher. Oh, schöner Frag. Saubere Runde von Edward. Aber auch guter Support von Navi, von Starix. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übermütig. Finde ich. Aber es sind ja schön lang raus. Push Makloff auch. Boah, aber Lommel kann das Duell gewinnen. Sehr schön. Aber ob sie jetzt noch mit Makloff rechnen, ist die Frage. Und Ralz schon am A, aber Makloff, mit dem rechnen sie nicht. Wobei, dort kann er nur einen machen. Nein, da guckt keiner hin. Aber krass von Makloff, wenn er da stitziger gestanden hätte, hätte er vielleicht sogar keinen gemacht. So, aber die Chance genutzt, beide zu machen. Sie haben nicht mit ihm gerechnet und nur noch Ralz musste den ganzen Weg über A lang zurücklaufen. Aber wenn er sich beeilt, hat er das 1 gegen 1 gegen Markloff. Und Zeus ist relativ weit weg. Da wird ihm mal jetzt zur Hilfe kommen. Ach, jetzt weiß er, dass dort beide sind. Schöner E. Ach, schade. Also wenn er da ein bisschen schneller ist, das Duell gegen Markloff eingeht, ihm Headshot gibt, dann hat er ein weiteres 1 gegen 1 gegen Zeus und das kann er relativ gut runterspielen. Aber das Draw schon mal sicher für die Ukrainer. Sehr schöne Runde da in Katas, wobei sie Edward fast noch ein bisschen verschenkt hätte. Aber dennoch, overall war das eine super Runde von Navi.
Und ich glaube, wir sehen was Neues von der Nexus. So, Mitte direkt der Contact. Oh, vom Timing ist das super. Da zieht noch keiner. So, lang jetzt gesehen. Jetzt ist eigentlich die Fläche des Fliegen. Sehr schön geholfen von Nogi. Und nur noch einer am Spot. Edward. Mit den Scherenhänden, die heute eingefahren sind. Sehr gut. Schöner B-Split. Schöner direkter B-Split auch. Hatten auch, glaube ich, nicht viel Equipment. Also schöne Ansage von Barry. Sah auch richtig gut aus, wie sie da Mitte raus sind. Schön kontrolliert, schön durchgesprungen, schön gemeinsam vor allen Dingen. Darauf kommt es ja an. Und da haben sie einfach auch komplett die Lücke gefunden. In der Mitte. So, und das ist die 11. Also ein Nexus gibt sich hier nicht auf, selbst mit dem Draw im Rücken. Im Nacken. Auch mit. Ja gut, hatte ja sie eben schon gehabt. Boah, Navi tatsächlich, glaube ich, am Sparen. Nur Markloff mit Abe. So, lang schon gestorben. So, Markloff wird, glaube ich, da hochgelassen. Brauchen sie wirklich lange die Leiter aufzuziehen. Boah, auch sehr geiles Teamplay. Dass da unten einer an der Kante ablenkt und Markloff die Kiste springt und den Frack sucht in der Grube. Aber Nexus ist schon eine Weltreise gestartet. Sind schon wieder fast komplett auf B drauf und das ist leer. Markloff wird das gleich ansagen können, dass da nichts ist. Sollte vielleicht jetzt einfach die Arbe safen und sich noch einen mitnehmen. Zur Unterstützung. Ah, sehr gut. Ich wollte schon sagen, nicht die Arbe da hochlassen. Boah, wie gut das ist. Sie gehen dort kurz weg. Werden sich wahrscheinlich zeigen. Ah, nee. Boah, auch... Boah, so geil. Also so viel Arbeit hat man selten in der Eco gesehen. Muss man sagen. So viel Boosts. Schade, dass sie nicht belohnt werden. Ja, so ist kann ich so ansagen, dass sie T-Bass sind. Schade, Navi. Aber, plus eins auf der, Schönheitsskala. So, Navi endlich wieder mit Waffen. Haben jetzt davon, ja, halten jetzt nicht mehr daran fest, die Mitte so aggressiv zu spielen. Edward diesmal am Steg. Sind ja nur mit, ne, ich wollte gerade sagen, nur mit USP und Navi komplett am A. B ist offen. Lang ist schon eingenommen. Da fehlt der Refrag. Also so selten ist das gar nicht mehr eigentlich mittlerweile, dass da einer Grube ganz weit hinten chillt. Schöner Schuss von Zanoi. Aber kurz wird noch geblockt. Lang das wichtige Duell von Zanoi, von Rals. Markloff zielt aber noch. Rals darf da jetzt nicht dumm sterben. Zieht sich auch weg. Edward aber wieder mit einem Move. Und wird belohnt. Starix ist auch Mitte unten gewesen. Also das Teamplay ist wirklich außerordentlich gut bei Navi. Oh nein, lang jetzt nicht schlecht, eine schlechte Entscheidung, finde ich. Da muss jetzt schon der Super-Headshot kommen. Ah. Kommt nicht, Markloff
Finnichts 16-12, aber eine sehr gute erste Map, die lässt hoffen auf die zweite. Hab keine Ahnung, welche das ist, aber sollte in wenigen Minuten weitergehen. Bis dahin, geht nochmal aufs Klo oder so. Ich freue mich auf die zweite Map, ihr hoffentlich auch. Bis gleich.